Willkommen hier zu unserer F1 Mega Season, diese Woche aus Monte Carlo, einer der prestigeträchtigsten Rennstrecken überhaupt und einer der härtesten Strecken, denn wir haben hier nur Kurven, 19 Kurven, 3,3 Kilometer und eine Strecke, die es schon länger als die Formel 1 gibt. Seit 1929 wird im Fürstentum gefahren und große Änderungen gab es eigentlich nie so richtig. Und da haben wir jetzt nochmal 3,3 Kilometer und 19 Kurven, eine Darius Tonnebobet, die eigentlich eher so trivial wird, denn auf dieser Strecke kann man so gut wie kaum überholen mit den aktuellen Autos. Sie werden immer breiter und es wird immer schwieriger, überhaupt hier zu überholen. Trotzdem ist es eine tolle Strecke, es macht immer wieder Spaß, die Rennen hier zu sehen. Und die Frage stellt sich natürlich, wer wird die Pole Position im ersten, also im Rennen holen können, in unserer Karriere hier, aber auch in Wirklichkeit. Das wird sehr spannend, denn wir haben anscheinend einen Dreikampf um die erste Startreihe. Die Red Bulls sehen nicht so stark aus, dafür Fernando Alonso und Lewis Hamilton nach den Trainings sehr, sehr stark und auch beide Ferraris. Also es wird sehr interessant werden, wer sich die Pole holt. Was denkt ihr? Am Schluss kommt dann meine Prediction. Los geht's hier mal den Berg rauf. Das war mein erster Versuch. Also lassen wir mal oder sagen wir, wir ignorieren jetzt mal die paar Mauerknutscher, sollten ein paar dazukommen, was vermutlich der Fall sein könnte. Die Strecke ist toll. Das Problem ist halt, dass sie wirklich auf der Kippe steht, denn es wird, ich weiß nicht genau, also es sind halt eher langweilige Rennen auf dieser Strecke hier. Die erste Runde haben wir also jetzt fertig und Purple, wir können uns natürlich verbessern. Es ist gerade Tasten eigentlich immer angesagt, deswegen auch nur eine 1.15.2. Und die Rundenzeiten werden eigentlich, von Runde zu Runde müssen sie schneller werden. Und so ist es dann auch bei uns gewesen. Die erste Runde eine 1.17.18, dann geht es runter auf eine 1.17, dann wieder zu 1.15. Und im Qualifying bin ich dann hoffentlich unter 1.11 oder sagen wir mal unter 1.12. Ich bin nicht der beste Monaco-Fahrer. Ich mag die Strecke eigentlich sehr zu fahren, bin jetzt aber von der Pace her nicht so strong. Unser Titel oder unsere Mission ist auch immer noch, den 8. Titel für Lewis zu holen. Und Mercedes mit einem komplett neuen Konzept auf die Strecke gekommen. Man hat jetzt Seitenkästen, man hat 6 Updates gebracht, die alle Performance bringen sollen. Und aktuell sieht es eigentlich auch gut aus für sie. So, meine Lieblingsschikane, die Hafenschikane hier. Bin jetzt hier nicht der beste Fahrer, aber ich weiß, wie man die schneidet, dass man keine Verwarnung bekommt und auch Zeit rausholt. So, dann zick, zack, hier die Ricciardo-Kurve. Oh mein Gott, da wollte ich nicht die. Da habe ich nicht den Mut dazu gehabt, durchzuziehen. Da habe ich noch einmal das Lenkrad ein bisschen verrissen. Hier ist Raskas raus, auch den Scheitel ein bisschen verpasst. Trotzdem die Zeiten hier, leider keine Verbesserung. Aktuell waren ein paar Fehler in der Runde drin. Mit den gelben Reifen ist es aber auch okay, würde ich sagen. Und jetzt geht's los in unsere Qualifying Pace, die viel spannender werden wird, denn hier gucken wir mal, wo wir von der Zeit her sind, dann im Vergleich auch zum Qualifying. Los geht's hier mal, Raskas. Auch ein bisschen abbremsen müssen, der Verkehr ist wirklich unerbitterlich hier. Und los geht's aus der letzten Kurve raus, Full Speed Richtung Saint-Thieu. Saint-Thieu, oh mein Gott, Track Limits sind hier incoming. Bergauf und dann geht's Richtung Casino. Die Strecke, wie gesagt, extrem dünn. Also auch wenn ich habe mir das Training angeguckt und auch, die Proportionen, das ist ein Wahnsinn. Und dann geht es hier runter in die enge Stelle. Halleluja, ist das hier eng, ganz knapp an der Mauer vorbei. Und dann runter Richtung Tunnel. Sodala, durch hier, gut durch, Kurve schön ausgefahren. Und jetzt sind wir im Tunnel drin. Haben Schikane auch gemeistert. Oh, der linke Vorderreifen so knapp an der Mauer vorbei. Und dann geht's Tabak hier Full Speed durch. Und dann zur Schwimmbad-Schikane. Zack und zack. Verstappen und Leclerc kennen die gut seit letztem Jahr. Und auch in Laraskas sind wir hier schön durchgekommen. Letzter Turn mit. Den Körper lasse ich gern aus, denn da wird das Auto ganz, ganz unruhig. Und das war eine Runde hier in Monaco. Und wir sind schon im Qualifying. Leider dauert eine Runde hier wirklich sehr, sehr kurz, weswegen auch unser Video heute nicht extrem lange sein wird. Monte Carlo, einfach nur genial.
Wetter wird dieses Wochenende auch eine sehr große Rolle spielen, denn ich denke mal, es könnte vielleicht im Rennen regnen. 3,3 Kilometer, 19 Kurven, eine DRS-Zone und der Speed-Trap ist Ende vom Tunnel. Also ich hätte den Speed-Trap eher am Ende von der ersten Geraden gemacht, denn ich glaube, da kommt man eher auf Tempo. Er wird von der Länge her fast gleich sein. Und auch die Yachten sind natürlich sinnbildlich für dieses geile Wochenende. Ich freue mich immer wieder hier zu sein. Aber wie gesagt, im Fernsehen anzugucken macht Spaß, nur es ist halt wie erwartungsgemäß immer sehr langweilig. So, unser erster Run. Wir gehen mit den Gelben, ins Q1 rein und hoffen natürlich, dass das alles reichen wird. Den Berg rauf, das hatten wir schon mal sehr clean geschafft. Und jetzt dann Casino, Full Speed, immer wieder runterschalten, einlenken, einmal lupen, um hier die Kurve zu erwischen. Oh, das war sauber, das war echt sauber. Dann natürlich hier diese Bodenwelle ausfahren und das war der erste Sektor, das war lila im ersten Sektor aktuell, obwohl Verstappen schon durch ist. Das ist sehr gut. Wir fahren auf Stufe 82 und jetzt geht's auf Start und Ziel. Gucken wir mal. Es reicht für die schnellste. Oh, das war knapp mit dem Alpin. Und es reicht für die schnellste Rennrunde. Und es reicht nicht ganz. Aber wir sind nur knapp 2 Zehntel langsamer als die Spitze. Leclerc mit der schnellsten Rennrunde und 1.13, da sind wir noch weit weg von schnellen, extrem schnellen Zeiten. George Russell vor uns, aber hat natürlich auch den roten Reifen. Ich bin nicht mehr gefahren, wir konnten es trotzdem über die Ziellinie retten, denn jetzt geht es ins Q2 und da werden wir auf jeden Fall mit den roten fahren, denn es war mir einfach zu happig. Ich wäre jetzt nicht mal in die Top 10 gewesen, also wir müssen auf Rot gehen, denn alle anderen werden vermutlich noch schneller werden. Los geht's hier in unseren ersten Run in Q2 mit dem Mercedes von Lewis Hamilton. Turn 1, sehr schön mitgenommen, viel Schwung mitgenommen und dann geht's rauf den Berg. Das ist wirklich auch mühsam hier, weil auch die Wände immer wieder kommen und dann natürlich wieder hier neben Casino vorbei, zack, rechts an, dieser Bodenwelle wieder vorbei, rechts an der Bodenwelle vorbei. Purple im ersten Sektor hat den Chatler ein bisschen verpasst. Die Kurve geht eigentlich, das ist die langsamste in der Formel 1. 41 km/h hatten wir nur drauf. Also ist echt sehr mau und da berühren wir mit dem Reifen vorne leicht die Mauer. Kein Flügelschaden, das ist gut. Gucken wir mal, okay, nein, ich sehe keiner da. Und Verstappen mit 1.14.2, also die werden immer langsamer, ich verstehe auch nicht warum. Die Strecke wird immer besser und sie irgendwie immer langsamer. Hafenschikane, exzellent gemeistert. Und los geht's. Tabak hier durch. Full. Alles flat. Alter, das ist so weird hier generell. Ich komme gar nicht teilweise klar mit dem Denken. Du musst eigentlich schon immer bis zur nächsten Kurve denken und das ist wirklich ein Wahnsinn. Also physisch, denke ich mal, ist das eines der anstrengendsten Rennen überhaupt. Du hast kaum Zeit zum Durchatmen. Du musst immer abliefern. Und 1.13.8 ist weit weg von meiner unter 1.12 Zeit. Da sind wir weit weg. Also wirklich weit weg. Mich wundert es aber auch, dass die KI extrem langsam ist im Vergleich. Ich meine, wir sind zwar wieder 2 Zehntel langsamer, aber das ist im Vergleich sehr, sehr mau. Sehr mau. Wir schaffen es gerade noch so mit 3 Zehntel Rückstand. Als 6. Platz, gut, mittelmäßig würde ich sagen. Ins Q3. Und jetzt heißt es Full Speed, alles geben, noch einmal Zähne zusammenbeißen und hoffen, dass wir eine bessere Runde hinbekommen. Keine Fehler machen, jeder Fehler ist gerade in Monaco, könnte das ausbedeuten. Wir sind hier in der Box, das heißt natürlich auch zum Überlegen, denn wir gehen jetzt mal mit dem angefahrenen Satzreifen raus und gucken mal, was da so noch drin ist mit in der Zeit. Und dann werden wir noch einmal auf einen frischen Satz gehen und hoffentlich funktioniert das, denn sonst starten wir vom 10. Platz und Chancen nach vorne gibt es eher wenige. Morgen aufs Rennen kann ich euch auf jeden Fall schon hypen, denn in unserer Mega-Season wird es hardcore krass werden. Das kann ich euch schon mal sagen. Und wir gehen hier, oh mein Gott, die Berührung mit der Mauer. Gucken, kein Schaden, Gott sei Dank. Schaden ist auf Simulation, das war vielleicht eine sehr dumme Entscheidung, gerade für Monaco. Das hat mir auf jeden Fall 10 bis 30 Wiederholungen im Rennen gebracht. Los geht's, erste Kurve, gut gemeistert. Wir haben die Kirche nicht besucht. Berg rauf,
Full Speed, 160 km/h, 171 waren wir hier sogar, gut durchgekommen, sehr gut, ein bisschen den Scheitel verzögert, trotzdem noch ordentlich durch, Purple im ersten Sektor. Gut, auch hier diesmal gut eingelenkt, nicht zu spät, also das ist wirklich, das sind auch keine angefahrenen, sorry, das sind frische Reifen. Und dann geht's hier runter. Wir sind mit der ersten Runde fertig. Raskas auch ordentlich durch. Letzte Kurve, Full Speed, DRS on. Das ES ist leider schon aus und wir könnten die 1.13 schlagen. Es ist eine 1.12.6.11. Das war gut. Das bringt uns aktuell auf den ersten Platz. Aber ein Fahrer wie Verstappen und Leclerc sind noch nicht gefahren. Das könnte natürlich nochmal viel mehr bedeuten. Sainz auf dem zweiten Platz. Ich lege gleich eine Runde dran. Doch, ich glaube, das wird nichts. Nein, wir sind in die Box gegangen, ich habe abgebrochen. Jetzt gehen wir nochmal auf einen frischen Satz Ruterreifen und werden noch einmal das Ganze probieren. Wir fahren raus mit dem Auto und wärmen die Reifen selbst auf. Dann brauche ich auch weniger Prozent und es macht auch, gibt mir natürlich noch mehr, Gefühl für die Strecke zu bekommen. Los geht's, alle sind noch drin, wir sind etwas früher dran als die anderen. Ich denke mal auch, dass der Grip, dass das Grip-Level jetzt nicht mehr allzu hoch werden wird. Also, da gehe ich ein bisschen raus. Also ich roll hier aus der Box raus. Das, ich denke mir auch dann, wenn ich zu langsam bin, werden alle vor mir rausfahren. Wenn ich zu schnell bin, ist dann halt wieder das Gegenteil. Los geht's. Wir schaffen es hier immerhin in ein Loch rauszukommen. Der AlphaTauri wird nicht mehr starten. Leclerc nur auf dem vierten Platz, Verstappen auf den zweiten Platz. Wir kommen hier mit einer knappen Zehntel den Berg hinauf. Ein bisschen verloren hier. Gut durch, sehr gut. Dann nehmen wir fast zwei Zehntel noch einmal mit Purple. Nicht Purple im ersten Sektor. Das ist ja trotzdem zwei Zehntel schneller als unsere alte Runde. Jetzt hier enge Stelle, gut gemeistert. Jetzt heißt noch einmal alles zusammennehmen. Beim Rausbeschleunigen hier nur nicht den Scheitel verpassen, denn da nimmst du so viel Schwung mit. Die war jetzt eher Semi-Exit. Jetzt sind wir nur noch auf 30.000stel Verbesserung. 10, 8, 5, 1 und wir sind leider im Plus-Delta. Schwimmbad, yo, da komplett den Scheitel verpasst. Und wir sind schon 13. im Delta. Das ist leider nichts mehr. Eher ist es auch schon aus. Also wir, glaube ich, werden uns dann nicht mehr stark verbessern. Und hier auch wieder den Scheitel verpasst und zu spät auf der Bremse. Das war's mit dem Qualifying. Unser Flügel ist weg. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ja, den Scheitel komplett verpasst und dann einfach nicht mehr gebremst. Also ich konnte das nicht mehr bremsen. Full auf der Bremse drauf, aber da ging einfach nichts. Das ist natürlich bitter. Also den Scheitel hier komplett. Dann hätte ich viel früher die Lenkung aufmachen sollen. Wir gehen in die Box rein. Das war's für uns. Hoffentlich reicht's trotzdem für die Pole Position. Oder wir müssen dann mit der Strategie ein bisschen was machen im Rennen morgen. Mal gucken, mal gucken. Und es reicht mit einer Zehntel Vorsprung zu Max Verstappen. Konnten wir uns hier die Pole Position holen, wie genial. Gut, ich freue mich auf morgen. Schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Abonniert gerne den Channel. Bis morgen oder später und ciao.